Rund um die Energiepreispauschale die wichtigsten Antworten auf Ihre Fragen durch Rentenberater Peter Knöppel. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das ist der zweite Teil zum Thema Antworten auf Fragen zur Energiepreispauschale für Rentner. Erste Frage: Ist der Bezug der 300 Euro Energiepreispauschale für Halbwaisenrentner von einem bestimmten Lebensalter abhängig? Nein, das Gesetz sagt nur, wer eine gesetzliche Rente am 1.12.2022 bezieht. Das Gesetz sagt nicht, dass Sie ein bestimmtes Lebensalter erreicht haben müssen, um die Energiepreispauschale überhaupt generell zu erhalten. Zweite Frage: Kann ich als Rentner die 300 Euro Energiegeld doppelt erhalten, also bis 600 Euro? Ja, das ist rechtlich möglich. Sie können als Rentner zum einen die 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner erhalten und zum anderen die 300 Euro Energiepreispauschale aus einer Erwerbstätigkeit. So sagen es beide Gesetze, also das Rent-EPBG und auch die Vorschriften im Einkommenssteuergesetz. Dritte Frage: Kann ich die Energiepreispauschale als Rentner sogar dreimal erhalten? Ja, auch das ist möglich. Und zwar in der Konstellation als Erwerbstätiger in Höhe von bis zu 300 Euro für eine Tätigkeit im Jahr 2022. Dann in Kombination als gesetzlicher Rentner, wenn Sie am 1.12.22 Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben, und als Student ab Januar 2023 in Höhe von 200 Euro. Alles zusammengerechnet wäre das dann 800 Euro Energiegeld. Vierte Frage: Kann ich als Altersrentner und Witwen- oder Witwerrentner die 300 Euro doppelt erhalten? Nein, bei Mehrfachrentenbezug gibt es die 300 Euro nur einmal ausgezahlt. Mehrfachrentenbezug meint, ich beziehe eine Altersrente und bekomme parallel dazu zum Beispiel eine Hinterbliebenenrente. Fünfte Frage: Bekommen Witwen auch die Energiepreispauschale von 300 Euro ausgezahlt? Ja, Witwen und Witwer erhalten die 300 Euro auch ausgezahlt, aber nur dann, wenn sie am 1.12.2022 die Witwen- oder Witwerrente tatsächlich beanspruchen können und keine anderweitige gesetzliche Rente beziehen. Doppelte Energiepreispauschale wegen Mehrfachrentenbezug ist gesetzlich ausgeschlossen. Sechste Frage: Ich habe die 300 Euro Energiegeld im September 2022 von meinem Arbeitgeber erhalten. Muss ich diesem mitteilen, dass ich bis zum 15.12.2022 nochmals die 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner erhalten habe? Nein, Sie unterliegen keiner vertraglichen oder gesetzlichen Meldepflicht an Ihren Arbeitgeber. Die 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner gehen diesen nichts an. Siebte Frage: Wird das Energiegeld gekürzt gezahlt, wenn ich wegen Insolvenz nur eine gekürzte Rente aus einer Pfändung erhalte? Nein, die 300 Euro Energiepreispauschale als Rentner werden auch in diesem Fall vollgezahlt. Es kommt nur darauf an, dass Sie am 1.12.2022 eine gesetzliche Rente beziehen, ob als Vollrente oder als Teilrente oder teilweise meinetwegen sogar als gepfändete Rente, ist völlig egal. Achte Frage: Wird die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner als Hinzuverdienst an die Rente wegen Erwerbsminderung angerechnet? Nein, die 300 Euro Energiepreispauschale sind kein anrechenbarer Hinzuverdienst an die EM-Rente nach § 96a SGB VI. Neunte Frage: Wird die 300 Euro Energiepreispauschale als Einkommen an die Grundrente, Grundrentenzuschlag angerechnet? Nein, die 300 Euro Energiepreispauschale werden nicht als anrechenbarer Verdienst, Einkommen an den Grundrentenzuschlag angerechnet. Zehnte Frage: Ich lebe als Rentner im Ausland. Warum bekomme ich als deutscher Rentenbezieher, der immer in Deutschland Steuer zahlt, die 300 Euro Energiepreispauschale nicht gezahlt? Die Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale ist laut Gesetz unter anderem an einen Wohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt in Deutschland gebunden. Der Gesetzgeber will so sicherstellen, dass von der Energiepreispauschale nur die Personenkreise profitieren, die den besonderen Preissteigerungen wegen den gestiegenen Energiekosten in Deutschland unterliegen. Deshalb bekommen deutsche Rentner, die im Ausland leben,
keine 300 Euro Energiepreispauschale gezahlt. 11. Frage. Kann ich als selbstständig tätiger Rentner auch die Energiepreispauschale ab Dezember 2022 erhalten? Ja, das Gesetz stellt nicht darauf ab, ob Sie als Rentner eine selbstständige Tätigkeit ausüben müssen, um die 300 Euro zu erhalten, sondern nur darauf, ob Sie am 1.12.2022 eine gesetzliche Rente erhalten. 12. Frage. Rentner-WG. Erhalten alle WG-Rentner die 300 Euro? Ja. Das Gesetz stellt nur darauf ab, dass der jeweilige Rentner, der in der WG wohnt, am 1.12.2022 einen eigenen Anspruch auf eine gesetzliche Rente hat. Leben also zum Beispiel 10 Rentner in einer WG, erhalten alle 10 Rentner jeweils die 300 Euro, also in Summe 3.000 Euro Energiegeld. 13. Frage. Ich mache eine Berufsausbildung und bin noch Waisenrentenbezieher. Bekomme ich die 300 Euro Energie als Rentner auch, obwohl ich schon am 1.9.2022 die 300 Euro von meinem Arbeitgeber Ausbildungsbetrieb erhalten habe? Ja, wenn Sie am 1.12. noch die Waisenrente beziehen, werden Sie den Zahlungsanspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner haben. Klingt komisch, ist aber so. Als Auszubildner haben Sie auch Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale für Erwerbstätige, aber nach den Vorschriften der Paragraphen 112 bis 122 Einkommenssteuergesetz. 14. Frage. Minijob mit nur 170 Euro, trotzdem Energiepreispauschale für Rentner? Ja, warum nicht? Aus der Minijob-Tätigkeit haben Sie entweder Anspruch auf die Energiepreispauschale durch den Arbeitgeber direkt am 1.9.2022 oder wenn nicht, dann über die Steuererklärung beim Finanzamt im Jahr 2023. Und als Rentner, wenn Sie eine Rente ab dem 1.12.22 beziehen, weil Sie an diesem Stichtag diese gesetzliche Voraussetzung erfüllen, dann haben Sie auch Anspruch auf die Energiepreispauschale für Rentner. 4-mal Energiepreispauschale, ist das möglich? 15. Frage und letzte Frage. Ja, das ist in der Tat möglich. Und zwar, wenn Sie als Rentner verheiratet sind, ebenfalls mit einer Rentnerin und beide am 1.9.2022 einen Job hatten oder haben, können Sie beide aus der Energiepreispauschale für Erwerbstätige jeweils 300 Euro bekommen, das sind 600 Euro. Und wenn Sie am 1.12.2022 auch noch die gesetzliche Rente beziehen, auch jeweils nochmals 300 Euro dazu, macht also nochmal 600 Euro Energiepreispauschale für Rentner. Das heißt also in Summe 1.200 Euro Energiepreispauschale. Nicht schlecht, oder? Ich habe 30 Antworten in 2 Videos zum Thema Energiepreispauschale für Rentner gegeben. Ich denke, mit diesen Videos sind Sie jetzt gut informiert. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder auch in unseren FAQs zum Thema Energiepreispauschale für Rentner. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.